Die politische Woche. Der Talk. Herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung «Die politische Woche, der Talk». Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind bis zu den Wahlen jeden Sonntagabend um 8:30 Uhr live auf Sendung und freuen uns auf intensive und spannende Talks mit unseren Gästen. Unsere Gäste, und das ist uns wirklich ganz wichtig, wo wir parteiübergreifend einladen. Jeder Gast wird jeweils sein Thema der Woche einbringen und wir werden es dann hier in der Runde diskutieren. Bei uns gibt es persönliche Statements und klare Meinungen. Wir wollen aber auch gerne euch daheim involvieren und wir rufen euch darum auf, wenn ihr ein Thema habt, das euch interessiert, das wir hier diskutieren sollen, dann schickt uns doch ein E-Mail auf info@politischewoche.ch und wir nehmen das gerne auf in unserer Runde. So, und jetzt aber zu unserer heutigen Sendung. Neben mir steht der Michael Götte. Er ist Fraktionspräsident von der SVP St. Gallen, Gemeindepräsident von Dübach und Leiter von der kantonalen Politik bei der IHK St. Gallen-Appenzell. Und er kandidiert im Herbst für die Nationalratswahlen für die SVP St. Gallen. Der Michi und ich, wir sind Gastgeber von diesem Talk, von dieser Talkrunde. Und wir haben uns entschieden, dass wir das durchführen wollen, weil wir finden, dass in diesem Wahlkampf viel zu wenig parteiübergreifende Diskussionsformate durchgeführt werden. Und ein weiterer Punkt ist, dass wir finden, dass solche Debatten und Diskussionen auch online stattfinden sollten. Genau. Und das ist wirklich das grosse Anliegen, das parteiübergreifend zusammenarbeiten und uns gemeinsam für Sachen einsetzen. Darum ist neben mir Karin Weigelt, die das Gleiche will machen. Sie ist vor allem bekannt als ehemalige Profisportlerin im Handball, ist für den Sport sehr stark unterwegs gewesen. Sie ist 15 Jahre lang für die Schweiz in Deutschland, Norwegen und Frankreich gewesen und hat dort für die Schweizer Nazi dürfen spielen. Heute ist sie selbstständige Unternehmerin und führt ein Unternehmen in Sargant im Bereich Projekt- und Kommunikationsmanagement. Zusammen dürfen wir als Gastgeber für die klaren Worte, die wir hier hoffentlich hören, auftreten und freuen uns jetzt auf die erste Sendung. Danke vielmals, Michi, für die kurze Einführung. Und wir freuen uns eben sehr, dass wir heute dürfen Judith Scherzinger-Gero einladen. Sie kandidiert für die CVP, für die Nationalratswahlen. Judith ist Geschäftsführerin von einem Baby- und Schlafzentrum in Gossau. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen bei unserer ersten Sendung, bei die politische Woche «Der Talk». Und wir verlängern jetzt gerade los mit unserer Runde. Und darum übergebe ich dir auch gerne das Wort, Judith. Du darfst das erste, dein mitgebrachte Thema der Woche einbringen. Ja, zuerst mal danke vielmals für die Einladung für die heutige Diskussionsrunde. Ja, ich habe ein Thema mitgebracht, das uns alle immer wieder und regelmäßig beschäftigt, nämlich dann, wenn die Krankenkassenrechnung bei uns in der Post landet. Die Recherchen von CVC haben ergeben, dass immer mehr Schweizerinnen und Schweizer ihre Krankenkassenprämien nicht zahlen. Was folgt, sind Betreibungen und schlussendlich muss der Kanton die ausstehenden Prämien dann zahlen. Es gibt Kantone, darunter ist auch der Kanton St. Gallen, wo das Geld aus dem Topf für Prämienverbilligungen nimmt. In der Konsequenz hat der Kanton dann weniger Geld zur Verfügung, um diesen Personen und Familien und Unterstützung zukommen zu lassen, die aufgrund von ihrem tiefen Einkommen so Prämienverbilligungen brauchen und auf die angewiesen sind. Und weil die Krankenkassenprämien ja von Jahr zu Jahr immer mehr steigen, gibt es auch immer mehr Personen, die dann ihre Prämien nicht zahlen können und wir landen hier in einer Negativspirale. Der Kanton St. Gallen hat letztes Jahr 12,5 Millionen für so ausstehende Prämien und Betreibungskosten ausgegeben, statt dass das Geld für Prämienverbilligungen zu brauchen und zu den Personen direkt zukommen zu lassen, die es brauchen. Wie so oft leiden dann also Familien darunter, die im Mittelstand sind und die eigentlich auf die Prämienverbilligungen angewiesen wären. Ich finde, es ist doch einfach ineffizient, wenn zweckgebundenes Geld irgendwo im Verwaltungsapparat verschwindet und nicht dort eingesetzt wird, wo es wirklich gebraucht wird. Was meint ihr zu diesem Thema? Also für mich gibt es eigentlich zwei Punkte bei dem Thema, die ich gerne ansprechen würde. Das eine ist die Transparenz, die eben eigentlich von der öffentlichen Hand gegeben sein sollte, die man eigentlich erwarten können und das im Vordergrund steht, dass eben die
keine Zweckentfremdung stattfindet von diesen Prämienverbilligungen und dass man da irgendwo eine Kostentransparenz hat. Und der zweite Punkt, den ich gerne noch schnell antönen ist, das sind eigentlich nur Symptome, die wir haben. Und du hast es schon angetönt. Eigentlich geht es vor allem darum, dass die Kosten vom Gesundheitswesen extrem steigen und wir da vor allem ein Problem haben. Und das ist die Ursache des Ganzen. Und ich glaube, dort sind wirklich neue Konzepte jetzt gefordert. Da müssen wir neue Ideen bringen, dass wir dort einen Riegel vorschieben können. Ich glaube, du hast gerade das Richtige angesprochen. Das System, das Gesundheitssystem in unserem Land, das an und für sich sehr gut ist, können wir längerfristig nicht mehr so finanzieren, wie es heute läuft. Da ist eine Konsequenz, dass Krankenkassenprämien Jahr für Jahr steigen, teilweise massiv steigen. Das führt ja dazu, dass eben sehr viel auf die Prämienverbilligungen, die wir vorhin angesprochen haben, angewiesen sind. Das sehe ich auch ganz bei mir im Privaten, also für meine fünfköpfige Familie, Frau, mich und die drei Kinder zahlen wir 1.134 Franken Krankenkassenprämie und das ohne verrückte Zusatzversicherungen. Und da merkt man, dass das System nicht mehr aufgeht. Wir wissen auch, wir haben heute Medikamente, wo ein Medikament oder eine Pille mehrere hunderttausend Franken kostet. Das wird alles irgendwo gezahlt und das kann nicht mehr aufgehen in unserem Gesundheitssystem. Ich würde jetzt auch gar nicht anfangen, über all die Spitaldebatten zu reden, wo wir gerade jetzt auch im Kanton St. Gallen oder generell in der Ostschweiz mittendrin sind. Aber da zeigt einfach alles auf. Es braucht da einen Systemwechsel, dass wir das Gesundheitssystem weiter können, langfristig finanzieren. Und das Thema, das wir eigentlich haben, dass man eben die Prämienverbilligungsmittel zweckentfremdet, das ist wirklich ein kleiner Teil, aber ist ein wesentlicher Teil, den man sicherlich auch mal anschauen, wo vielen auch politisch engagierten Personen gar nicht so bewusst war, bis das jetzt in den letzten Tagen medial aufgenommen worden ist. Also für mich ist das ein sehr wichtiges Thema, wo du das auch sagst. Vor allem geht es für mich darum, dass man eben die Grundversicherung, die man hat, die Grundabsicherung, die wichtig ist, dass man da in unserem Staat auch allen Bürgerinnen und Bürgern zugestehen kann, dass die eben möglichst tief gehalten wird, dass man die eben kann zahlen kann, dass man die kann finanzieren kann. Und die ist Jahr für Jahr gewachsen, die ist immer teurer geworden und ich finde es extrem wichtig, dass man da auch sagt, was soll überhaupt abgedeckt sein in dieser Grundversicherung. Und ich glaube, da ist ein Punkt, wo man vielleicht muss man noch mal überdenken, wenn man wirklich alle die alternativen Medizinen abdeckt in der Grundversicherung oder soll man nicht viel eher das relativ tief halten und das, was man individuell zu buchen, weil jeder persönlich für Ansprüche hat, das sollen wir dann auch individuell können lösen über Krankenkassen. Also ich sehe vor allem auch, das Problem ist natürlich, alle in dem System drin sind, niemand hat von denen den Anreiz, dass die Kosten wirklich gesenkt werden. Sie profitieren von diesen höheren Medikamentenpreisen, sie profitieren von den teuren Behandlungen. Da wird richtig, richtig viel Geld verdient, aber eben auf dem Buckel vom Mittelstand, wo dann die Krankenkassenprämien, die einfach zu hoch sind, nicht mehr kann zahlen. Und ich glaube, es geht dort auch weiter jetzt mit den Töpfen, die wir haben, um die Prämienverbilligungen können zu finanzieren. Da hat der Kanton St. Gallen Ende November eine Volksabstimmung darüber, wo wir aus der ganzen Diskussion um Steuerpaket eine Kompensationsmaßnahme in diesem Bereich gefunden hat. Aber da muss das Volk im Kanton St. Gallen abstimmen, ob wir 12 Millionen Franken künftig mehr für die Prämienverbilligungen geben. Und da kann man für oder dagegen sein, aber auch die 12 Millionen lösen das Problem nicht langfristig, wenn Gesundheitskosten über unser ganzes Wesen, sei das in der Pharma, aber sei es vor allem eben auch in der ganzen Spitallandschaft so weiter steigt, dann können wir da wirklich ein grosses Problem über. Und da ist zu lösen und da hoffe ich jetzt auch auf Politiker, die in der nächsten Legislatur das auf nationaler Ebene versuchen zu korrigieren. Also ich glaube, es sind ja viele Lösungsansätze, sind ja schon da und die diskutieren schon lange. Irgendwo bleibt einfach der Druck aus, dass sie wirklich umgesetzt werden. Sei es mit der Senkung der Medikamentenpreise, mit der Steuerung der Ärztezulassung, die wir haben. Dort rede ich aber nicht natürlich von den Hausärzten, sondern von den Spezialisten. Das ist ja dort, wo sehr, sehr viel Geld auch gebraucht wird. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist eigentlich die Eigenverantwortung der Patienten. Also auch wir selber, dass wir uns alle mal an die Nase nehmen, wenn wir zum Beispiel mit dem Doktor sind, vielleicht auch mal fragen, okay, weil du mir das sagst, was kostet denn das Medikament? Weil schlussendlich muss ich es ja gleich zahlen, wenn ich einen relativ hohen Selbstbehalt habe. Gibt es eine Alternative? Gibt es Alternativbehandlungen? Oder braucht es das wirklich? Oder ist das wirklich eine Überbehandlung? Also ich glaube auch dort, wenn wir uns selber mal zurückdenken und überlegen,
habe ich mich auch das letzte Mal eigentlich gefragt, gibt es eine Alternative zu dem, was du mir jetzt gerade empfiehlst? Was mir noch wichtig wäre, wäre einfach die Offenheit auch gegenüber neuen Modellen, anderen Modellen. Ich habe 2 Jahre dürfen in Norwegen leben und dort gibt es ganz ein anderes Gesundheitssystem. Dort ist man grundversichert über den Staat. Und ich sage nicht, dass das unsere Lösung ist mit der Staatsmedizin, überhaupt nicht. Aber ich sage nur, es gibt viele andere Länder, die andere Modelle fahren. Und wir müssen da eine gewisse Offenheit haben, um auch zu sagen, okay, wir schauen mal international über den Tellerrand aus und schauen, wie können wir unser System optimieren, weil es momentan einfach nicht funktioniert. Ich bin einfach sehr kritisch, wenn es darum geht, um dem Staat weitere Aufgaben zu übergeben. Es ist mir auch klar, es muss, Gesundheitswesen ist etwas, das staatlich organisiert ist, das funktioniert sonst nicht. Was auch nicht darf gehen, ist eine Zweiklassenmedizin. Das haben wir ja in Amerika schon sehr ausgeprägt. Wenn einer einfach keine Mittel hat, um das zu finanzieren, dann ja, wird es einfach nicht zahlt. Und das ist sicherlich auch nicht der richtige Ansatz. Aber ich bin wirklich kritisch, wenn es darum geht, Verantwortung am Staat zu übergeben. Darum habe ich es eigentlich schon in die Richtung, was vorher Judith Scherzinger gesagt hat. Bei der Selbstverantwortung fängt es an. Und danach braucht es die mutige Politik, die vielleicht einfach das System, das über Jahre jetzt gewachsen ist und immer teurer geworden ist, hat wirklich mal fundamental hinterfragt und eben auch Korrekturen anbringt, vor allem eben auch in dem Bereich von der Krankenkasse, dass man da wieder auf ein System kommt, das für einen grossen Teil finanzierbar ist und nicht Jahr für Jahr mehr Mittel für Prämienverbilligungen braucht, wo dann teilweise auch wieder, sage ich jetzt auch für Schlusszeichen, zweckentfremdet werden, um denen dann zu zahlen, die es dann gar nicht mehr gezahlt haben. Ich glaube, also wir haben, also unser Gesundheitswesen ist eines der besten der Welt. Und ich möchte jetzt auch nicht, dass jemand keinen Zugriff mehr hat auf das Gesundheitswesen, weil wir 2-Klassen-Medizin haben. Aber es muss einfach wirklich für alle bezahlbar bleiben, für alle Einwohner hier in der Schweiz. Und für viele Sachen braucht es manchmal halt einfach den Druck von außen, oder? Ohne Druck funktioniert nichts. Ich glaube, wir brauchen da wirklich eine Kostenbremse im Gesundheitswesen, wo nicht nur Gesundheitskosten im Griff hat, sondern uns auch hilft, dass die Krankenkassenprämien nicht weiter steigen. Ich würde das gerade als Schlussvotum nehmen von dir, so wie du und auch so stehen lassen. Und dann würden wir gerade überführen. Michi, du hast ein zweites Thema mitgebracht, das dich beschäftigt hat diese Woche. Und würde ich bitte, das gerade kurz zu präsentieren. Bei meinem Geschäft geht es, oder meinem Thema geht es darum, wie geht man heutzutage um mit der Thematik Denkmalpflege versus Photovoltaik. Anlagen. Ich habe das Thema aber noch ein bisschen aufgetan. Es geht generell darum, was die Denkmalpflege heute für einen wertvollen Beitrag macht und wo sind es die grossen Verhinderer. Es ist letzte Woche oder jetzt diese Woche in der Zeitung der Artikel gewesen, wo die Denkmalpflege als Verhinderer sein soll von Photovoltaik oder Solaranlagen auf dem Dach oben. Das ist ein grosses Thema. Im Wissen sind nicht unendlich viele Häuser geschützt, aber wenn irgendwo der Wille ist, bei sinnvollen Häusern Photovoltaik heute aufzutun, wird es schwierig, wenn aufgrund von Denkmalpflege da Steine weglegen. Weil ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, sich mit der Energiethematik umzuschlagen. Und Photovoltaikanlagen sind sicherlich ein sinnvoller Ansatz, vor allem dann, wenn es auch ernst gemeint ist mit denen, die Anlagen montieren. Das heisst, ernst gemeint, wenn es auch gewillt sind, um dann nachher den teuren Strom selber zu brauchen und nicht nur auf dem Dach produzieren und den Tür verkaufen und selber einen günstigen, sage jetzt ökologisch nicht so sinnvollen Strom zu verwenden. Aber die Denkmalpflege sollte da keinen Stein im Weg legen. Das einfach explizit bei den Energiefragen. Aber auf die Denkmalpflege kommen wir sicher im Laufe der Diskussion oder darauf zurück, wo es sonst eben noch gelegentlich Stein im Weg hat. Ich glaube, mit der Energiestrategie 2050, die wir hatten, die wir abgestimmt haben und angenommen haben mit der Schweizer Bevölkerung, haben wir entschieden, dass wir von der Atomstrom zurückgehen und eben vermehrt erneuerbare Energie fördern wollen. Und dann muss man natürlich auch überlegen, wie wollen wir das machen, wie wollen wir das umsetzen und wo sind wir bereit, Abstriche zu machen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo man sich vielleicht vorher noch nicht so bewusst war, ist, dass man, wenn man erneuerbare Energien will, dass man eben auch irgendwo vielleicht Abstriche machen muss bei gewissen Sachen. Ich finde, Denkmalpflege hat eine extrem wichtige Aufgabe. Eben einerseits natürlich, dass man irgendwie einen Ortsbildschutz halten kann, historische Bauten und so wichtig, aber ich glaube, da haben wir auch niemand etwas dagegen, dass man so etwas auch erhalten, dass das wichtig ist. Es geht wirklich darum, dort, wo verhindert wird und wo es problematisch wird. Was mir einfach auffällt, wenn ich durch St. Gallen fahre, wenn ich von Sargans auf St. Gallen fahre, dass es extrem viele Industrieflächen gibt, die momentan nicht genutzt werden. Sei das ein Gallusmarkt, sei das ein Olma-Areal, Olma-Halle Neu beispielsweise, eine riesige Halle, die man super brauchen könnte, um eben vielleicht oben drauf Photovoltaikanlagen etwas drauf zu machen, irgendwie so zu nutzen, auch vom Kanton her. Und ich glaube, dort müssten wir zuerst ansetzen, bevor
bevor wir uns vom Denkmalschutz reinreden lassen und dort Probleme auftun. Ich habe letztens eine Studie gesehen zu dem Thema, wo es geheißen hat, dass 3% der Fläche in der Schweiz, die eigentlich geeignet wäre für so Solaranlagen, nicht genutzt wird. Also wenn man erst, also genutzt wird, Entschuldigung. Wenn wir also erst bei 3% sind, wo wollen wir denn da hin? Da können wir mit unserer Strategie, mit unserer Klimadebatte, da sind wir einfach niemals. Also es muss höher werden als 3%. Und ich glaube, es ist nur ein Thema, jetzt haben wir die Photovoltaik ausgesprochen, über die Diskussion mit der Denkmalpflege diskutiert. Die Wind hat genau die gleichen Punkte. Dort sind es verschiedentlich auch wieder Verbände, die aus irgendwelchen verschiedenen Gründen etwas dagegen haben. Das gleiche Thema haben wir auch in der Wasserkraft. Wir haben gesehen, Grimsel, wo seit vielen Jahren Grossenergieerzeuger ist, wo man hier die Staumauer erhöhen wollte. Sie wird wohl jetzt neu bauen, aber eine Erhöhung ist noch nicht bewilligt, weil es eben halt noch diverse Einsprachen gibt. Und ich glaube schon, das Thema muss man sehr ganzheitlich anschauen, wer legt wo Steinweg. Ich habe relativ viele Fragen dürfen sammeln in dem Thema, indem ich nämlich den Vorsitz dürfen von der Geschäftsführung der Energieagentur vom Kanton St. Gallen, wo ich gerade die Förderbeiträge im Namen vom Kanton entsprechend auszahlt. Und da hat man doch ganz viele Diskussionen, die solche Themen mit sich bringen. Und ich glaube einfach, die Energiethematik, die wir jetzt heute nicht in der ganzen Breite diskutieren können, muss man weiter verfolgen, sinnvoll. Sie muss immer finanzierbar bleiben, es darf nicht unendlich Fördergelder geben, aber es darf für mich vor allem nicht sein, dass dort, wo der Wille da ist, wo die Finanzierung da ist, dass dann Denkmalpflege oder andere Organisationen Verhinderer sind, um das zu machen. Die Denkmalpflege hat sich zwar in dem Artikel, wo mich dazu bewogen hat, um das heute zu diskutieren, klar rechtfertigt, dass es eben nur einen kleinen Teil von Denkmalpflege betrifft, etc. Ich erlebe aber solche Diskussionen halt in verschiedenen Bereichen und auch im Vergleich mit anderen Kantonen. Ich durfte in der Sommerferie in einem wunderschönen, uralten, 400-jährigen Haus sein, in Latsch, oberhalb Bergün. Das ist perfekt neu gemacht worden. Ich hatte grosse Zweifel, ob man das im Kanton St. Gallen auch so hätte machen können, wenn ich mich einfach an die Diskussionen erinnere, die ich gelegentlich in meiner Funktion als Gemeindepräsident mit der Denkmalpflege oder dann mit Bauherren, die mit der Denkmalpflege in Kontakt sind, habe. Also, wenn ich auch nicht verstehe, ist mir grundsätzlich hat jeder Eigentümer von Immobilien das Interesse, dass seine Immobilie den Wert behaltet oder im Idealfall, dass sich der Wert ja steigert. Darum ist er ja bereit, um Investitionen vorzunehmen. Wenn es dann aber unnötige Bürokratie hat, also wenn nicht nur Denkmalpflege, sondern auch Bauämter da eingreifen, verhindert, das Ganze verzögert und das Ganze noch einfach auch viel, viel teurer macht, ist das meiner Meinung nach einfach nicht wirtschaftlich und aus der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung her sinnlos. Ja, für mich wäre auch da ein wichtiger Punkt, eben erneuerbare Energie, ja, aber dort, wo sie Sinn macht und dort, wo wir eben auch Effizienz haben. Und da hat mich gefreut, dass du vorher die Windkraft erwähnt hast, weil dort gibt es schweizweit eine Auslastung von momentan 17,8% von diesen Windkrafträdern, die man aufgestellt hat. Und dort muss man auch sich überlegen, ist es das wert, Naturschutz, aber eben auch Tierschutz, wo man dort einen Abstrich machen muss, dass man dort Windräder aufstellt, wegen der erneuerbaren Energie, oder findet man nicht entweder andere Standorte, wo es mehr Auslastung, Nutzungsgrad nachher hat oder eben andere Möglichkeiten. Und das Gleiche ist ja auch mit diesen Photovoltaikanlagen. Je kleiner die Anlage ist, desto weniger wirtschaftlich, ergo desto grösser, desto besser. Und ich glaube auch da eben ist der Menschenverstand gefragt, nicht nur einfach erneuerbare Energie zu machen, weil wir das gerne alle möchten, sondern eben auch dort, wo es wirklich Sinn macht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt in den ganzen Energiefragen. Dort, wo es sinnvoll ist, muss man es unbedingt machen, weil es ist wichtig, dass man das Thema ernst nimmt, aber es ist nicht überall sinnvoll, vor allem wenn man auch Kosten-Nutzen anschaut und Kosten einfach dann mit Steuergeldern fördern oder auch andere Gelder, das kann nicht die Lösung sein, aber es gibt gute Beispiele und gerade die öffentliche Hand sollte da mit einem Vorbild vorangehen und ich habe das gerade in einer Sanierung von einer Mehrzweckhalle zu Dübach machen, wo wir jetzt wirklich die ganze Halle mit einer Indach-Photovoltaik ausgerüstet haben und das sieht sogar noch extrem gut aus und ich glaube, das sind heute sinnvolle Projekte, die wir weiter verfolgen, um das Thema ernst zu nehmen, aber auch nicht irgendeinen Hype mitreiten, der einfach dann extrem teuer ist und die Effizienz sich fragen lässt. Okay, ich denke, an dieser Stelle würden wir dann auch das Thema mit dem Schlussvotum auch abbrechen und ins dritte Thema übergehen. Das dritte Thema habe ich mitgebracht, und zwar geht es um den Verein Service Citoyen. Das sind die Westschweizer
Und sie haben mit ihrer Initiative auf sich aufmerksam gemacht, weil sie fordern Dienst fürs Land, und zwar für alle, für die Männer und eben auch für die Frauen. Und zudem ein wichtiger Aspekt ist, dass eben auch die freiwillige Feuerwehr, Vereinsarbeit, aber zum Beispiel eben auch Gemeindepolitik soll können angerechnet werden. Und gleichzeitig sollte aber das Militär auch weiterhin einen privilegierten Status haben. Das heisst, der Sollbestand von diesen 150'000 Soldatinnen und Soldaten, die wir heute haben, soll auch weiterhin garantiert bleiben. Ich finde es grundsätzlich einen sehr spannenden Ansatz, weil ich finde, es muss wirklich Gleichberechtigung geben auf allen Ebenen. Und ich finde auch, dass der Dienst nicht nur auf Sicherheitspolitik soll sich beschränken, weil ich finde das etwas ganz Wichtiges und ich glaube, für die Gesellschaft ist das ein ganz wichtiger Punkt. Für mich ist klar, freiwillige Arbeit, Miliz einsetzen, das ist natürlich enorm wichtig. Das ist eine Säule von unserem Land, von unserem System. Da sage ich nicht zuletzt auch als Person, die doch schon einige Dienste gemacht hat, heute im Grad vom Oberstleutnant nach wie vor Militärdienst verbringen. Heute natürlich nicht mehr wochenweise, aber doch jedes Jahr noch ein paar Tage militärisch im Einsatz. Und ich glaube, da sollte jeder seinen Beitrag bringen. Ich würde aber nicht sagen, wer und wo wir bringen. Und was ich in diesem Thema auch immer ganz wichtig finde, ist, dass Militär seine Kernaufgaben weiterpflegen kann. Und nicht, dass am Schluss einfach zu einer nationalen Eventgruppe werden, wo einfach jede Bühne und jedes Brückli machen müssen. Ich finde es gut, dass man das macht. Und es gibt auch ganz klar nationale, auch kantonale Anlässe, wo es wichtig ist, dass Militär einen Dienst tut. Aber es sollte nicht unendlich aufgebaut werden. Sicher nicht so, dass am Schluss dann die Armee in den Kernaufgaben, die es nach wie vor hat, wo die Verfassung gibt, entsprechend geschwächt werden. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man da wieder ein bisschen Klarheit anbringt. Ich finde es aber gut, wenn man gute Systeme hat, dass jeder und jede irgendwo sich milizmässig engagiert. Das kann nicht zuletzt auch in der Politik sein. Auch dort haben wir in unserem Land ein bewährtes Milizsystem. Also wenn ich glaube, ist schon, dass auch das ganze aktuelle System in Bezug auf Militär, Zivilschutz, Zivildienst, dass da doch auch gewisse neue Ideen braucht. Also ich meine, nur wenn wir das Familienmodell anschauen, wo immer mehr aufkommen, nämlich nicht der Vater geht 100% arbeiten, die Mama ist 100% daheim, sondern immer mehr, die Teilzeit arbeiten, vielleicht 50-50 aufgeteilt haben und eben auch Betreuungs- und Erziehungsarbeit so unter sich aufgeteilt haben. Ja, was passiert denn, wenn der Vater muss 2 Wochen ins Militär? Im Militär gibt es keine Kinderbetreuung, so viel es mir ist. Ich finde, es kann ja nicht sein, dass die Mutter Ferien nehmen muss, nur dass der Vater quasi kann ins Militär und seine Betreuungsarbeit muss leisten muss. Also von dem her finde ich das auch einen sehr spannenden Ansatz von dieser Gruppe, um mal das ganze System wieder mal durchleuchten und verschiedene Aspekte, die wirklich Optimierungsbedarf vielleicht auch haben, aufzuzeigen. Ich glaube, man müsste auch das Thema Ausländer aufnehmen und sagen, was machen wir mit den vielen Ausländern, die wir haben in der Schweiz. Die halt eben vor allem eine Niederlassungsbewilligung haben in der Schweiz, müssen die das auch machen? Ich bin der Meinung, das würde nicht schaden, wenn sich jemand entscheidet, in der Schweiz zu leben, aktiv sich da auch in die Gesellschaft zu integrieren, dann sollen auch die Dienst am Land leisten und eben in irgendeiner Form eine Dienstleistung erbringen. Und ich würde auch wirklich betonen, ich finde, der Militärdienst sollte da ausgenommen werden, ausklammert werden, aber bei allen anderen Sachen, wo man etwas für die Gesellschaft tut, für die Gemeinschaft, für das Zusammenleben, dort würde es definitiv sehen, dass auch dort integriert werden. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man den gesellschaftlichen Wandel, der stattfindet und da auch viel Positives mitgebracht hat und weiterhin wird mitbringen, dass man da dem Rechnung trägt. Aber es gibt wahrscheinlich einfach auch ein System und Grundwerte von unserem Land, wo man nicht einfach über den Haufen werfen kann. Gerade die Armee, es wird wahrscheinlich schwierig, wenn die Armee noch Kindertagesstätten einrichten muss. Selber darf ich auch, das behaupte ich mal, in einem modernen Familiensystem leben, in dem ich arbeite wohl noch 100%, meine Frau arbeitet 40%, wir haben 3 Kids, tun das über Grosseltern mit Kindertagesstätten und alles, was dazu braucht, lösen. Aber das hat jetzt auch immer funktioniert, wenn ich Militärdienst gemacht habe. Ist klar, ich habe eine Frau, die das so mitgemacht hat und von Anfang an gewusst hat. Am Anfang habe ich sogar noch viel mehr Militär gemacht. Aber wir können nicht einfach alles jetzt hier über den Leih sprechen. Aber es heisst nicht, und da ist das Thema wirklich eben so die freiwillige Arbeit, Frauen in der Armee, da können wir alles auch schon machen. Und ich glaube auch, diese Modelle müssen weitergedacht werden. Man hat auch immer Diskussionen mit Studium, dass das aneinander vorbeigeht. Und ich habe die Auffassung, da hat die Armee auch schon grosse Schritte gemacht. Ich sage nicht, dass die abgeschlossen sind, aber wir können nicht einfach alles da jetzt
zurückdrüllen und sagen, wir müssen alles so einrichten, dass für jeden und alles überall funktioniert. Ich finde, man muss nicht alles über den Haufen werfen, aber neue Konzepte kann man ruhig andenken. Und, das eine ist zum Beispiel, dass man es auch von mir aus nicht muss als Alter festmachen muss. Ich finde es auch schwierig, wenn viele Männer genau in dem Alter, wo sie eigentlich im Studium sind, wo sie einen Job anfangen, wo sie eine Familie gründen, dann vor allem fehlen. Und weil heute hat sich das auch ein bisschen geändert, der Militärdienst, glaube ich, vom Körperlichen her auch. Ich glaube einfach, dass man da sollte ein bisschen flexibler sein, auch was Alter angeht. Und dann muss ich wieder sagen, ich habe in Norwegen gelebt und dort gibt es Dugnad. Das heisst, dass wirklich jedes Unternehmen, auch Sportverein, mehr als Profimannschaft, wir müssen soziale Dienste leisten, einmal im Jahr mindestens. Und das machen alle dort. Und das schweißt die Gesellschaft zusammen. Und das ist spannend zu erleben, dass eben andere Nationen das anders handhaben. Dort haben übrigens Frauen und Männer die Pflicht, ins Militär zu gehen. Aber einfach andere Nationen machen es anders wie die Schweiz. Und da wünschen wir manchmal die Offenheit, um zu sagen, okay, wir schauen uns andere Modelle an, wir sind offen, um eben auch etwas zu verändern. Weil sich eben die Gesellschaft ja auch extrem verändert. Was ich vor allem auch finde, ja, ist, dass Frauen in der heutigen Zeit, Frauen leisten eigentlich viel, also ist ein Fakt, dass sie mehr ehrenamtliches Engagement leisten als Männer. Gerade wenn sie Familie haben, gerade wenn sie Kind haben, sei es mit politischen Ämtern auf lokaler Ebene, auf Gemeindesebene, sei es in Vereinen, in Sportvereinen, aber auch in allen Vereinen, wo sie in den Vorständen und so mitarbeiten. Und ich glaube auch das ehrenamtliche Engagement ist momentan nicht so gewertschätzt, wie es nicht bezahlt wird. Es ist wieder so viel mit diesen Frauenjobs, wo zwar gemacht werden, wo alle froh sind, dass sie gemacht sind, aber es wird nicht wertschätzt und nicht bezahlt. Wenn so etwas natürlich auch über einen Bürgerdienst irgendwie kompensiert werden würde, würde es nicht nur mehr Wertschätzung geben, sondern sicher auch noch mal mehr Anreiz, dass man vielleicht auch mehr gute Leute auch in den politischen Ämtern dann hat. Die Frage ist immer, weisst du am Schluss die Wertschätzung? Ich finde es auch sehr wichtig, dass freiwillige Arbeit, und zwar egal in welcher Art und Weise, und ist recht gesagt, die Frauen bringen sehr viel an freiwillige Arbeit in die Gesellschaft, dass man da entsprechend auch honoriert. Und das muss nicht monetär sein. Es gibt ein System, wir haben das Privenevol, das das macht, aber das hat auch schon eine Diskussion um das gegeben. Aber ich glaube, solche Sachen sind sicher noch ausbaufähig, einfach so für das Bewusstsein, wenn einer zugunsten vom Staat etwas bringt, dass man da entsprechend wertschätzt. Aber noch mal ganz kurzen Schlenk zurück aufs Militär. Dort ist ja heute so, wenn heute ein Soldat nicht weitermacht und eigentlich seine Wege alle so macht wie vorgesehen, dann ist er mit gut 30 fertig. Und heute haben wir ja auch aus dem gesellschaftlichen Wandel die Erfahrung, dass man ein Kind eigentlich eher 30 plus hat. Und darum glaube ich, hat dort mehr schon in die richtige Wechsel gemacht, dass das heute durchaus möglich ist, Militärdienst fertig zu haben, bis er dann in die Familienplanung hineingeht. Es gibt sicher noch die anderen. Ich gehöre auch noch zu der Spezies, die jetzt heute Familie hat und noch ein bisschen Militär macht. Aber ich bin heute froh, dass ich heute nicht mehr dreiwöchige Wege habe, sondern dass ich heute die einzelnen Dienststege kann meine Dienste so erfüllen und das andere dort gemacht habe, wo ich die Pflichten, die familiären Pflichten noch nicht so gehabt habe wie heute. Ja, da komme ich zum Schlusswort und um das Thema auch abschliessen. Ich habe verfolgt, dass der Herr Arthur Honecker vom CVC und SRF unterwegs war in Skandinavien, und zwar wegen der Glücksforschung. Es war eine kurze Serie jetzt über den Sommer. Und mich hat das natürlich sehr interessiert, wenn er dort das herausgefunden hat. Und das Fazit war eigentlich, dass man eben nicht glücklich wird mit Geld und Reichtum, sondern dass eben vor allem die sozialen Strukturen, dass eben vor allem der gesellschaftliche Zusammenhalt, wo in den skandinavischen Ländern extrem gelebt wird und extrem wichtig ist, dass das vor allem glücklich macht. Und da haben auch andere Glücksforscher schon herausgefunden und auch schon statistisch bewiesen. Und ich finde, das hängt mit dem zusammen, wenn man etwas tun kann für die Gemeinschaft, wenn man etwas zusammen erleben kann, zusammen etwas gestalten und bewirken. Ich glaube, das schweißt die Nation zusammen und das würde, glaube ich, auch uns in der Schweiz gut tun. Wie immer am Schluss von diesen drei Themen gehen wir nämlich noch weiter und wir haben immer eine Publikumsfrage, die ihr uns schicken könnt auf info@politischewoche.ch, wo wir am Schluss von dieser Diskussionsrunde diskutieren. Und der Michi hat die Frage heute dabei und tut sie uns auch gerade kurz vorstellen. Mache ich sehr gern. Der André Metzner von St. Gallen hat diese Woche eine Publikumsfrage gestellt und die Publikumsfrage lautet wie folgt. Tami Glauser, die Promi-Nationalratskandidatin der Zürcher Grünen, hat sich aus dem Wahlkampf abgemeldet, da sie den Mediendruck nicht standhalten könne und wolle. Da stellt sich die Frage, ob man sich als Politikerin alles gefallen lassen muss und wo die Grenzen des Erträglichen sind.
Auch da, glaube ich, gibt es wieder so ein bisschen zwei Sachen. Das eine ist für mich die Entwicklung, die passiert ist mit den sozialen Medien, mit den neuen Medien allgemein, wie sie sich verhalten. Dass man alles kann kommentieren, dass man alles kann teilen kann, dass alles irgendwo festgehalten wird, auch im Internet beispielsweise. Das hat sich alles, was man sagt, muss man ganz anders aufpassen und auch wenn man rauslässt. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass man natürlich auch weiss, wenn man ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, wie sie jetzt natürlich mit dieser Kandidatur, dass man auch mehr muss überlegen muss, was lasse ich raus und was macht Sinn oder wo muss ich eher ein bisschen aufpassen. Und da denke ich, haben die Grünen vielleicht ein bisschen zu wenig ihre Unterstützung gegeben, ein bisschen zu wenig Coaching. Oder sie war auch selber ein bisschen schuld mit dem, was sie gesagt hat, dass man dann ihre das auch durchgehauen hat. Aber ich glaube, das ist ein bisschen beides. Das eine die Entwicklung der Medien und das andere eben auch die persönliche Sorgfalt. Also ich glaube, wir müssen uns alle, oder wir sind uns sicher auch alle bewusst als angehende Politiker, als bereits Politiker, dass man ein bisschen breiteren Rücken haben muss und ein bisschen dickeres Fell, weil wirklich jeder kann einen Kommentar abgeben, wie und wo das er möchte. Ich finde aber auch, man muss können gleich noch darauf vertrauen, dass die Menschheit noch Anstand hat und dass einfach gewisse Regeln vom Anstand eingehalten werden. Was auch passiert ist in den letzten Ständeratswahlen mit den Plakaten von Susanne Vinzenz, ich finde, das geht gar nicht. Das hat nicht mehr mit einer politischen Diskussion zu tun und das finde ich gut nicht. Also ich sehe das genau auch so und da rede ich doch jetzt mit ein paar Tagen Erfahrung. Ich bin seit bald 20 Jahren in kommunaler und kantonaler Politik tätig und selbstverständlich kann auch ich da sein oder anders schon müssen über mich ergehen. Ich muss aber sagen, bis auf ein paar ganz wenige Ausnahmen ist es immer wo im Bereich des Anständigen gewesen. Vielleicht ist das Wort war nicht immer gerade so anständig gewesen. Manchmal sind die Worte, die man nicht direkt bekommen hat. Aber es ist gesagt worden, heute natürlich mit Social Media geht das alles viel ringer. Bis früher einen Brief geschrieben hat, hat es doch noch ein bisschen mehr gebraucht. Irgendwo einen Post abgesetzt, die ist halt extrem schnell gemacht. Und darum ist es einfach auch wichtig, dass man als Politikerin oder als Politiker sich dessen bewusst ist und selber auch wirklich überlegt, was sage ich wo. Und da darf ich behaupten, ich habe bis heute hinter jeder Aussage, die ich machen durfte, auch wenn es vielleicht mal eine war, die Kritik gegeben hat, habe ich dahinter stehen. Oder man hat mal etwas falsch verstanden und dann, wo man auch Grösse hat, um sich dann auch öffentlich entsprechend entschuldigen. Auch das habe ich schon müssen, das gehört selbstverständlich dazu. Aber es ist klar, es hat alles irgendwo Grenzen. Und das habe ich zum Glück schon ein paar Jahre seither, aber wenn man wirklich eine Morddrohung überkommt, wo so der Hype persönlich eingeworfen wird, dann hat es nichts mehr mit Politik zu tun, dann hat es nichts mehr mit Anstand zu tun, dann ist es einfach nur noch sehr schwierig, sich in seinem Umfeld zu bewegen. Da habe ich zum Glück nur einmal bis heute gehabt und ich hoffe, es bleibt auch bei dem einen Mal. Ja, ich glaube, das Schwierige ist auch die Anonymisierung, die es heute gibt, halt einfach durch das Internet, dass sich viele können verstecken hinter ihrem Profil und darum eben das auch sonst nie würden direkt ins Gesicht sagen, aber eben online probiert man es oder sagt man viel eher mal etwas. Darum glaube ich, ist es extrem wichtig, dass man auch eine gewisse Medienkompetenz in der Bevölkerung hat und eben auch selber hat und eben nicht alles an sich herankommen lässt und eben auch gerade bei den Kommentaren ein bisschen weiss, wie man es einschätzen muss. Ich finde es sowieso bei den Kommentaren immer ein bisschen schwierig, weil die kommentieren, sind in ganz vielen Fällen eher die ein bisschen extrem denken, die extremer gerne etwas hineinschreiben. Und da muss man auch lernen, damit umzugehen, dass es eben nicht die Allgemeinheit ist, die so denkt, sondern dass da einzelne spezielle Ansichten sind einfach. Ja, ich denke, dann beenden wir die heutige Sendung. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und schön, dass Sie da gewesen sind für die spannende Diskussion. Vielen Dank. Wir verweisen gerne auf die nächste Sendung. Die ist wie immer am Sonntagabend, 20:30 Uhr. Das nächste Mal am 18. Die Kandidatin ist bereits bekannt. Mit Franziska Rieser haben wir wieder einen Gast dürfen einladen, wo auch schon zu Diskussionen geführt hat. Nicht nur, nämlich, weil sie Nationalratskandidatin ist, sondern sie hat sich für die Grünen aus dem Kanton St. Gallen auch für den Ständerat zur Verfügung gestellt. Wir sind sehr gespannt, welche Themen als heute in einer Woche 20:30 Uhr wieder aktuell sind und hoffen dann eine zweite spannende Polit-Talk-Runde dürfen hier führen, wo wir wiederum klare Worte zu klaren Themen haben, die heute in einer Woche aktuell sind. Jeden Sonntag um 20:30 Uhr live auf Facebook.